Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. Ja, wir sind hier jetzt wieder im Butterfly Glaive, denn ich habe eine komplette Folge umsonst aufgenommen, in der ich umhergeirrt bin und festgestellt habe, dass wir den normalen Weg über die gefluteten Höfe gar nicht mehr zurückkommen ins Herz des Dschungels. Und wir tatsächlich hier über den Renegade Outpost beziehungsweise da hinten haben wir ja eine Unterwasserhöhle und über die kommen wir wieder zurück. Was das Ganze natürlich wesentlich angenehmer macht, weil es schneller geht. Es ist halt... Moment, hier kann ich... Wo kann ich hier tauchen? Spiel, lässt du mich bitte tauchen? Hier kann ich tauchen. Das wusste ich. Ja, deswegen musste ich von meinem letzten Speicherpunkt, also vor der letzten Folge, bis hier nochmal alles neu spielen. Und es gibt tatsächlich, ich war falsch, es gibt mehr als ein Unterwasser-Level. Tatsächlich. Und ich finde, das sieht wahnsinnig gut aus für PlayStation-Verhältnisse. Kommen wir hier weiter? Bin mir da nicht ganz so sicher, wo es jetzt weitergeht. Was nicht so gut ist, weil ich keine Luft habe. Können wir hier einfach nach oben? Ja, hier scheint es nach oben zu gehen irgendwie. Das Problem ist, ich habe keine Luft. Und Harry kommt da nicht durch. Oh Gott, wir ertrinken. Warum kommst du da nicht durch? Komm da jetzt... Es ist deine letzte Hoffnung auf Überleben. Warum ist er da nicht durch? Och, Mann. Uncool. Uncool. Dann muss ich gleich nochmal gucken. Aber es sieht doch eigentlich nach dem Weg aus, oder? Oder geht's nach da unten auch? Ich kann leider die Kamera nicht nach unten neigen, deswegen sehe ich nicht, ob es da noch irgendwie... Aber da geht's nicht tiefer, nein. Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Aber wir kommen hier nicht raus. Mann. Wie machen wir das? Das ist gar nicht cool. Ah, nee, da unten geht's weiter. Oder kommen wir daher? Wo kriege ich Sauerstoff her? Ich krieg gerade mega Panik, gell? Das ist gerade voll schlimm für mich. Haben wir da... Da ist Sauerstoff. Da ist Sauerstoff. Oh! Wenn die Kamera sich jetzt noch drehen würde, das wäre echt cool. Links unten war, glaube ich, der Weg, der weiter... führte, oder? Nee, war rechts. Da geht's weiter. Oh. Zitterale. Auch gar nicht so cool tatsächlich. Hier haben wir aber wieder Luft. Aber es sieht schon echt schön aus, gell? Und für PS2 Unterwassersteuerung ist es jetzt auch nicht so schlimm tatsächlich. Hier kommen wir... Ach so. Ich bin 30 Minuten. Habe ich versucht, irgendwie zurückzukommen zu Bittenbein das Camp. Nur um rauszufinden, dass hier die direkte Abkürzung ist. Ah! Ich möchte anmerken, ich hasse Videospiele. So. Jetzt... Mal gucken, ob Bittenbein da überhaupt irgendwas für uns zu uns zu sagen hat. Ist er überhaupt noch da? Wahrscheinlich. Ah, da hinten sieht's aus, als ob da ein Camp aufgeschlagen ist, ne? Guten Tag, jemand da? Jemand zu Hause? Da ist er doch, sag was. Hallo, ich bin gerade hier in voll dem Actionspiel. Sag was dazu, lob mich oder so.
Keine Ahnung, aber sag irgendwas. So, jetzt muss ich schauen. Die Karte sagt... ich muss von hier aus... Kann ich... Habe ich da auf jeden Fall einen zweiten Weg? Alternativ über den Altar von Huitaka und die... Hallo, das ist nicht das, worauf ich springen will. Das war... Das? Über die Battered Bridge, über die zerstörte Brücke und den Mama Ulu Tower haben wir zwei Orte, wo wir hin können. Der eine bringt uns aber noch nichts, aber der ist, glaube ich, sehr cool, deswegen gehen wir da trotzdem mal hin. Müsste auch eine Sackgasse sein. Okay, gut. Damit haben wir einen klaren Spielplan. Wir müssen zurück zum Altar von Huitaka und dann zum Mama Ulu Tower. So, und du kriegst sogar... Ah, Mist, der hat nicht gesessen. Aber dich müsste ich doch eigentlich auch so weghauen können. Ja, kann ich. So, hopp, da hoch. Und darüber komme ich so an dem... Ah! Hallo, Harry, ich drück die richtigen Tasten. Du musst nur den richtigen Befehl ausführen. Dankeschön. Wow. So, müssen wir eigentlich über den Baum wieder zurück? Bin mir gerade gar nicht so sicher. So, wo komme ich? Ah ja, da kann ich rüber. Ich meine, hier kommen wir... War das hier? Nein. Irgendwo hier konnten wir noch die Stampfattacke anwenden. Hier war das aber auch nicht. Wo war das denn? Was will ich... Ah, da über dem Kopf, glaube ich, oder? War das da oben? Ja, das sieht richtig aus. Ah, da komme ich aber über die andere Liane hin. Dann muss ich den Weg nochmal... Aua! Zurück! Wow! Das war doch aber... Ich kam da doch hoch, oder? Das war doch der Weg, den ich schwingen musste. Ich komm doch eigentlich von hier aus, muss ich ganz runter? Geht's da? Ein Stück geht's noch runter. Ach, ich weiß es nicht mehr. Wenn nicht, gehen wir einfach weiter. Schwing, Harry! Ich nehme doch Schwung! Hallo, kannst... Geht es... Warum nicht... Hä? Warum nimmt der jetzt keinen Schwung? Ja, also, hä? Woran hing das jetzt? Nee, da komme ich so nicht hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, wir gehen einfach... Wir kommen hier eh nochmal vorbei, glaube ich. Meine, es war eh nichts Wichtiges. Von da... Mensch, es ärgert mich doch. Ich will das eigentlich... Wartet mal. Ich kann... Das ist jetzt, ein bisschen fies, was ich mache. Aber wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir speichern jetzt mal auf Speicherstand 1. Den kann ich mittlerweile überspeichern. Pff, 21%. Da war ich ja noch am Anfang des Spiels. Und dann quitten wir zum Hauptmenü. Und dann sehen wir das, was ich euch in der letzten Folge gesagt habe. Von wegen, außerdem sehen wir dann unseren Fortschritt. Load Game. Bla bla blub, Memory Card checken. Hier, das ist unser Speicherstand. Ja. Und jetzt kommen wir wieder am Anfang vom Level rein, da wo wir in das Level, in dem wir gespeichert haben, reingekommen sind. Das heißt,
Wir kommen jetzt quasi von Bittenbein das Camp auf der Seite rein. Genau. Und wir wollen, war das, Moment, war das dahinter oder war das, das war da hinter dem Kopf, ne? Komme ich so darüber? Reicht das? Ja. Die Frage ist, okay, da komme ich nicht hoch, da muss ich über die andere Liane. Gut, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Oder kann ich da vielleicht... Das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das bewusst so gemacht ist, dass es funktioniert. Aber es ist cool, dass es funktioniert. Irgendwie... So, können wir uns auf jeden Fall den hier schnappen? Ich dachte, von hier aus gibt's auch noch einen Weg, der weitergeht. Aber gut, dann habe ich immerhin das gezeigt. Mir geht's ja generell primär ums Zeigen des Spiels. Von daher ist es keine schlechte Sache. Und dann können wir jetzt ohne schlechtes Gewissen weiter, das ich die ganze Zeit sonst gehabt hätte, weil ich euch das nicht gezeigt habe. So, dich nehmen wir mit. Ja, komm. Nein, leg das weg und klopp die so weg. Es war voll. Habt ihr es gerade eben gehört? Der eine hat sogar voll gepustet, weil er außer Atem war, weil er gerannt ist. Harry? Das ist übrigens dieselbe Tastenkombination und wenn ich die ganz leicht anders drückt, dann macht er den Angriff. Hooray! Wasser ist abgelassen. Sehr gut. Das heißt, wir können direkt den Durchgang nach unten nehmen. Hier haben wir noch einen Schamanen. Ob der uns was bringt, bin ich mir nicht sicher. Wie viele haben wir denn? Wir haben zwei. Das heißt, wir können. Ja gut. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Dann gönnen wir uns eine maximale Füllung der Kanne mehr. Ist auch eine gute Sache. Und wir sind schon wieder beim Altar von Huitaka. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen Backtracking-Folge. Ich kann die Folge übrigens auch nicht so lang machen, weil ich gerade am Vorproduzieren bin, ein bisschen. Weil ich in den Urlaub gehe, ich habe leider nicht genug Zeit. Wie komme ich daran? Da müsste ich doch mittlerweile auch einen Weg haben, für jeden Tag vorzuproduzieren, aber ich will euch so lang wie möglich quasi Videos bringen. Werde mich dabei jetzt auch nicht irgendwie groß abstressen, ehrlich gesagt. Wenn ich da im Urlaub bin, habe ich da weniger Bock drauf. Wir können auf jeden Fall hier drüben, können wir uns hier noch einen Götzen schnappen. Yeah. Hier sonst nichts. Nope. Ich wüsste trotzdem gern, wie wir an den rankommen. Muss ich dafür... Ah! Ah, das wäre tatsächlich das Letzte gewesen, worauf ich gekommen. Also ich bin drauf gekommen, aber ich meine, das wäre das Letzte irgendwie, was ich, woran ich jetzt gedacht habe. So, wohin müssen wir von hier zur Battered Bridge? Das war das, wo die Spinnenweben waren davor, wo wir die Fackel gebraucht haben, um durchzukommen. Also hier, ne? Ja. Sehr schön. Immerhin, macht meine Orientierung, was sie soll. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Bei der Brücke an sich gab es aber, glaube ich, auch nichts mehr. Da haben wir alles, was wir finden können. Das einzige Secret hier haben wir mitgenommen. War nicht knapp. Wollte die Folge nur ein bisschen spannender machen. Hüpf. Hüpf. Es war gerade interessant, wie zuerst auf dem einen Ohr und dann auf dem anderen, aua, der Wind nachgelassen hat. Komm, wir machen einfach direkt einen Abgang.
Mit denen will ich mich jetzt gar nicht anlegen. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, muss ich jetzt hier an der Stelle leider schon Schluss machen. Wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.